Herzlich willkommen in der Aquarellschule Elodie Film. Heute ein weiteres Video in der Reihe Wie starte ich mit Aquarell? Das ist jetzt das zweite Bild im Aufbau und ich möchte euch weitere Bilder zeigen, dass ihr einfach einen Leitfaden an die Hand bekommt. Wie baue ich Bilder auf? Was für Farben sind nötig? Wie setze ich Ideen und Inspirationen um? Heute geht es um eine Abendstimmung und auch wieder um die Tiefe im Bild, um Bäume, um den Baumschatten, um den Schattenwurf im Allgemeinen und um eine Technik für Baumrinde. Auch wie erzeuge ich überhaupt diese Stimmung am Abend? Wie erkenne ich in einem Bild, dass es eine Abendstimmung sein soll? Wie mache ich das, dass es nicht nachher nach hellem Mittag ausschaut, sondern dass ich wirklich eine Abendstimmung habe. Nicht Nacht, sondern Abend. Ja, um solche Dinge und weitere Dinge geht es in diesem Video. Ich möchte euch ganz kurz mein Buch vorstellen. Das ist entstanden in den letzten Monaten und man kann es schon vorbestellen im Fischer Verlag. Ich werde das Buch unten verlinken. In diesem Buch sind die ganzen Geheimnisse, die ganze Magie meines Malens ist da hineingepackt, wirklich. Jede Technik, jeder Schritt, wenn es um den Bildaufbau geht, mein ganzes Hintergrundwissen und auch mindestens 20 Schritt für Schritt, Step-by-Step Anleitungen für fertige Projekte. Also mit diesem Buch habt ihr einen guten Leitfaden an der Hand, dass ihr viele weitere Bilder einfach malen könnt, die eurer Inspiration entspringen. Nun geht es ans Malen, ans gemeinsame Malen. Ich wünsche euch viel Spaß. Es geht gleich los. Folgende Farben brauchen wir heute. Das ist einmal ein Zitronengelb. Weiters ein Kobalttürkis. Ein Ultramarinblau. Ein Alizarin Karmesin. Und ein Sepiabraun. Diese fünf Farben brauchen wir heute. Dazu verschiedene Pinsel. Ganz wichtig, der Elastip, dann ein Schriftenpinsel, das ist der Nova Synthetic von Da Vinci Nummer 4, einen Blackbird, das ist der Cosmotop Spin Nummer 1, auch von Da Vinci, und von Da Vinci ein Casaneo Nummer 12. Das sind die Pinsel, die wir zum Malen brauchen. Weiters brauchen wir einen Schrubberpinsel, da verwende ich immer einfach einen entweder einen alten Detailpinsel oder ihr könnt auch, ich habe echte Schrubberpinsel auch, die von I Love Art, von Gerstecker, das ist zum Beispiel die Nummer 8, der hat einfach ein sehr struppiges, raues Haarteil. Der geht natürlich wunderbar, weil der hier vorne sehr hart ist. Also das sind die Pinsel, die wir brauchen. Nun feuchten wir den oberen Teil des Blattes an, also etwa die obere Hälfte, und beginnen dann mit dem Elastip und einem Zitronengelb von der Mitte aus nach oben ins Weiß hin ausstrahlend. Von oben kommen wir mit einem Alizarin-Karmesin entgegen und in der Mitte verbinden wir das Ganze mit einem Kobalttürkis. Die drei Farben verbinden wir harmonisch miteinander, nicht verblenden, aber doch so, dass es einen Himmel ergibt und kommen dann von außen wirklich ins Zentrum hinein, streichend mit einem Ultramarinblau den Farben entgegen und hüllen sie mehr oder weniger ein. Das ist die Technik, die wir brauchen, um ein Bild, um in einem Bild eine Abendstimmung zu erzeugen. Nicht Nacht, sondern Einnachten. Also wenn ich wirklich unten
die Farben habe, so in der Mitte das Leuchtende und von außen dann dunkel mit Blau abdunkle. Man könnte auch ein peines Grau nehmen, ein Indigo, ein Preußisch. Hier haben wir jetzt Ultramarin gewählt. Das habe ich gemacht, weil es einfach sehr gut zum Rot passt. Also die beiden Farben mögen sich. Da bleibt das Violett klar. Ja, und von unten kommen wir jetzt mit dem Aquarell Naturschwamm und tupfen die ganze untere Fläche. Wir brauchen dazu ein Zitronengelb gemischt mit einem Ultramarinblau. Das wird ein oliviges Grün, nicht ganz rein, also nicht Zitronengelb und Preußischblau, sondern eben, wie gesagt, mit Ultramarinblau, was wir ja auch im Himmel haben. Und dann verwenden wir ein Ultramarinblau mit einem Sepiabraun, um die Bäume zu malen. Also eine Mischung aus Ultramarinblau, Sepiabraun mit ein bisschen Zitronengelb, um die Bäume an den Horizont zu malen. Das wird dann ein gelb nuancierter Grauton. Also es ist nicht mehr wirklich braun, sondern es bekommt dieses Nächtliche, dieses Dunkle. Es ist klar, wenn ich Abend malen möchte, dann kann ich die Farben nicht mehr ganz so genau erkennen aus dieser Entfernung. Also man sieht dann nicht mehr, aha, braune Rinde, grüne Blätter, sondern es ist so weit weg, dass man da wirklich eigentlich nur mehr dunkle Silhouetten, dunkle Umrisse sieht. Schon diese zarten Baumstrukturen, aber nicht mehr unbedingt die Farben. Das könnt ihr am Abend in der Natur sehr gut beobachten. Wann ist der Moment, wo es von dem Bunten ins nächtlich Graublaue übergeht? Also ich finde das sehr spannende Momente. Ich mag diesen Übergang sehr gern, wo wirklich der Tag in die Nacht verschwindet. Und plötzlich alles nicht mehr bunt ist, sondern einfach dunkel. Wiesen werden dunkel. Riechen dann, finde ich, auch an, dass man riecht dieses feucht-abendliche. Wie die Nacht sich ankündigt mit dieser Feuchtigkeit. Gerade im Sommer finde ich das ganz herrlich, diese Momente, wo der Tag, wo das Licht der Dunkelheit weicht und auch der Boden dann so sehr besonders riecht und man endlich ein bisschen Abkühlung bekommt vom heißen Tag. Und ja, das ist so eine Kombination aus Geruch und Farben und Stimmung. Ich finde das ganz toll. Ja, jetzt sind wir hier, wie gesagt, bei den Bäumen. Die malen wir mit einem Schriftenpinsel immer von unten nach oben und von der Mitte nach außen. Tupfen dann ein bisschen Blattwerk ins Geäst, es soll ja noch frühlingshaft wenig sein, und nehmen dann in derselben Farbgebung, dieselbe Farbmischung, wieder den Aquarell Naturschwamm und tupfen noch einmal den Horizont, die Horizontbuschlinie um die Baumfüße herum und noch ein bisschen in die Wiese hinein natürlich und ziehen dann in diese Feuchtigkeit, in diese neuerdings Feuchtigkeit, weil wir ja nochmal drüber getupft haben, ziehen wir den Baumschatten mit derselben Farbmischung, aber verdünnt. Die Baumkronen, die Schattierung der Baumkronen dunkeln wir auch ab mit derselben Farbmischung und ziehen im Vordergrund, sobald das alles trocken ist, einen großen Baum, der bei uns steht. Und da nehmen wir wieder dieselbe Farbmischung, aber einfach ganz intensiv. Tupfen dann mit dem Aquarell Naturschwamm, dass wir wirklich auch unten, also dass das Bild von unten gehalten ist, dass es nicht nach unten hin abfällt. Und tupfen dann auch den oberen Bogen, also von rechter Ecke zu linker oberer Ecke, tupfen wir auch Blattwerk. So ein bisschen tupfen wir da Blattwerk hinein. So dass das eben, wie gesagt, ein bisschen gehalten wird. Der Stamm ist am Antrocknen, ist noch nicht ganz trocken und da habe ich jetzt mit dem feuchten Schwamm auch hineingetupft, habe ein bisschen Struktur bekommen auf dieser Rinde, habe dann gewartet, bis sie komplett trocken ist, um hier jetzt noch helle Stellen in der Rinde auszuwaschen. Und ihr seht, ich mache nicht einfach einen geraden Strich auf der linken Seite von oben bis unten, sondern ich mache das sehr
ungleich, uneben, so dass es eben bewegt und natürlich ausschaut. Das kann man dadurch erreichen, dass man wirklich hellere und dunklere Stellen lässt und sie nicht symmetrisch und synchron und immer gleich macht, sondern eben, wie gesagt, ganz unterschiedlich von oben nach unten. Ja, jetzt brauche ich noch ein bisschen von Alizarin-Karmesin auf dem Schwamm und tupf das in den Vordergrund hier bei mir. Und zwar brauche ich das, weil der Himmel dieses Rot aufweist und für die Harmonie im Bild muss dieses Rot irgendwo unten bei mir noch einmal auftauchen. Und das kann ich am besten, am leichtesten erreichen, wie gesagt, wenn ich das einfach mit dem Aquarell-Naturschwamm als kleine angedeutete Blümchen tupfe. Nun mit dem Schriftenpinsel noch ein paar Gräser ins Bild gezogen, noch einmal ein bisschen rot getupft, bis ich das Gefühl habe, ja, die Harmonie passt, der Ausgleich ist okay, ist in Ordnung, es reicht, es genügt. Und dann mit dem Black Bird, mit dem Cosmotops B Nummer 1 von Da Vinci, in derselben Mischung, wie ich die Bäume gemalt habe, die Bäume am Horizont, male ich Vögel in den Himmel. Das sind einfach kleine Vs, kleine Ms. Die könnt ihr auf einem Extrablatt ein bisschen ausprobieren, wie das euch geht. Und es ist ganz einfach und wirkt wunderschön. Wir haben zusammen gemalt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es war heute ein sehr einfaches Bild. Und trotzdem vom Aufbau her sehr interessant, einfach weil man genau mit dieser Technik tausende weitere Bilder malen kann. Das ist so die Grundtechnik, die ihr hier jetzt erfahren habt. So baut man Bilder auf, so erzeugt man Schatten, so erzeugt man Licht, das Strahlen im Bild, im Himmel und auch das Abdunkeln. Ja, ich freue mich, mit euch zu malen und ich freue mich auf weitere Videos. Es wird in dieser Reihe jetzt einige weitere Videos noch geben zum Thema, wie starte ich mit Aquarell. Und ich werde zwischendrin auch immer mal wieder entspannende Videos einstellen, einfach zum Genießen. Und ihr könnt euch leicht, auch wenn ihr blutige Anfänger seid, schon an diese Videos mal wagen. Sie sind alle so aufgebaut, dass es für jeden möglich ist, sie nachzumalen. Ich versuche in meinen Aquarelltechniken immer das so aufzubauen, dass es wirklich auch für Anfänger unter euch gut möglich ist, dem Verlauf des Bildes, dem Aufbau des Bildes folgen zu können und es nachmachen zu können. Darum geht es mir, dass die Kunst, die Freude an der Kunst und das inspirative Malen in die Welt kommt, von vielen genützt werden kann und vielen Menschen Freude bereitet. Ich wünsche euch alles Gute und ein schönes Wochenende in einer schwierigen Zeit. Genießt die Augenblicke, die wir haben. Genießt diese Frühlingsmomente. Jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht, am ganz klaren Himmel, wie es im Moment ist, freue ich mich, dass ich das einfach so genießen darf. Ich finde, die Augenblicke, die werden kostbarer. Es ist interessant für mich zu beobachten, wie dieses Schöne, wie noch schöner wird, neben dem Leid, neben dem großen Leid, was in der Welt im Moment passiert. Man hat ein anderes Bewusstsein wieder für die herrlichen Momente, die uns geschenkt sind. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Genießt die Augenblicke und seht die kleinen Dinge in eurem Leben, die so groß und schön sein können. Alles Gute und bis bald. Tschüss.